Hallo, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Ich war total mit interessanten Projekten beschäftigt. Mein Minimalismus hat mich dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, okay, ich konsumiere weniger, aber ich renne immer noch regelmäßig in den Supermarkt, lebe hier eigentlich so am Stadtrand und wieso kaufe ich mir eigentlich meine ganzen Lebensmittel? Und in all diesen Verpackungen. Und dann gibt es ja auch noch Bereiche, die eher zum Luxus zählen, zum Beispiel frische Pilze. Ich habe keine Lust, Packung Steinpilze irgendwie bei Rewe hier so 4 bis 5 Euro. Sieht natürlich hübsch aus, aber wir haben den ganzen Verpackungsmüll. Ich habe keine Lust, auch hier in dem Bereich ein dauernder Konsument zu bleiben. Und ich starte mal, um euch ein bisschen zu verführen. Mit sowas wie Luxusbereich. Wie habe ich immer frische Pilze, auch wenn kein Wald in meiner Nähe ist? Ich habe jetzt also mal was ausprobiert und dachte, naja, ist vielleicht nicht so, wenn man keinen grünen Daumen hat. Und ich hole jetzt mal hier diese Zauberkiste her. Und ihr werdet das nicht glauben. Also hier oben drauf habt ihr noch, Entschuldigung, ihr süßen kleinen Pilze, nicht erschrecken. Habt ihr also noch den Paketaufkleber von DHL? So ist mir das Ding geschickt worden. Und ich konnte es nicht glauben. Ich dachte, die Amazon-Rezensionen dazu sind gefaked. Also ihr könnt das auch direkt bei der Firma kaufen hier. Ich kriege keine Prozente. Habe also hier so meine 25 Euro für abgedrückt und dachte, naja, schauen wir mal. Ich habe mich also kaum um das Ding kümmern können, weil ich draußen mein Experiment Permakultur starte. Eine Freundin gab mir den Tipp, ach, willst du nicht auch Pilze züchten, dann hast du immer was. Ich fand das so abgefahren und die hat gesagt, ach, mach doch mal den Austern Seitling, heißt das Ding wirklich so? Austernpilz. Starte doch mit dem Austernpilz, der ist gut für Anfänger. Ja, also ihr könnt da mit zwei Sorten starten. Entweder im Karton, da sind einfach Buchenspäne drin. Ihr könntet aber auch natürlich irgendeinen Strohballen nehmen. Heu geht nicht und sollte Bio sein. Und in der Tüte, ihr werdet es nicht glauben, habt ihr einfach Holzdübel. Wie so aus dem Baumarkt. Das ist hier so ein Pilzmyzel, das ist also der eigentliche Pilz und das, was da so rausguckt, ist wie beim Apfelbaum die Äpfel. Also der eigentliche Pilz ist das Zeug hier. Ja, und hier sind, ist eine andere, ist das eine andere Firma? Ja. Hier sind irgendwie so 20 Dübel drin und wenn ihr dann weitere Dübel einfach im Baumarkt kauft, es muss Laubholz sein, also Buche zum Beispiel ist sehr gut. Natürlich alles unbehandelt, dann tut die hier einfach mit in die Tüte und dann wächst das Mycel da auch rüber. Ich bin also kein Pilzspezialist. Also, ihr habt die Wahl, entweder so eine Zucht als Holzdübel euch zu besorgen, mit Mycel durchsetzt aus so einer Tüte, oder gleich noch fauler, so einen ganzen Karton. Und dann nehmt ihr eine Bohrmaschine. 10 mm Bohrer rein, holt euch Baumstämme, möglichst wo noch keine Baumpilze dran sind, also einfach, falls der Nachbar gerade einen Obstbaum entsorgt, so überarmdicke Stämme, macht die Dübel rein, lasst das Ding im Regen an einem Schattenplatz liegen und wenn es wärmer wird, haben die ihr genug Futter. Denn die andere Möglichkeit, Dübel rein in Bio-Strohballen. Die gibt es auch so von Bauernhöfen, die schicken euch die so in 10 Kilo-Paketen im Pappkarton zum Beispiel zu. Achtet darauf, dass das Zeug wirklich Strohbündel sind und nicht irgendwie Einstreu für Pferde, damit das ein Bündel bleibt. Dübel rein oder wenn das Substrat, wenn ihr das aus dem Karton irgendwie rausholt, Substrat in den Strohballen reinregnen lassen. Das ganze Substrat wird durchsetzt. Und dann wachsen die Dinger da auch. Also ist es nachhaltig. Nicht, dass ihr hier immer so eine ganze Starterkultur ständig nachkaufen müsst. Ja, und die Dinger hier,
Das sind einfach in Plastifolie. Wenn man den Karton jetzt ganz aufmachen würde, wage ich nicht, wären noch zu viele Sporen. Im Pappkarton, so wie der versendet wurde, sind hier Löcher. Darunter ist Plastifolie. Und wenn ihr die durchstecht mit dem Messer, dann wachsen da genau diese Ohren da so raus. Deshalb habe ich hier oben auch einen Schlitz drauf gemacht. Ja, beim Karton. Schlitz. Plastifolie durchschnitten. Hier nochmal der schöne Aufkleber. Und dann wachsen da auch diese riesen Ohren. Aber nach einem halben Jahr sind die Pilze hungrig. Wir wollen ja nachhaltig sein. Und als neues Futter könnt ihr einfach Buchenspäne, Buchenhack euch besorgen. Kübel auf dem Balkon oder in einem Kellerraum, wo hell ist. Ein bisschen feucht halten. Und dann haben die wieder genug Futter. Die Dinger sind ja auch nur in der Box. Für Allergikerinnen, Allergiker, seid ein bisschen vorsichtig. Überall, wo hier eine Ritze am Karton ist, will euch ja nicht ins Unglück stürzen. Hier, dieses weiße Zeug, das sind schon die Sporen vom Pilz. Auch hier so ein bisschen. Also eher was für Räume. Auf keinen Fall, wo ihr schlaft, wenn ihr allergisch seid. Das Beste ist eben doch Pilzzucht, eine Kiste mit Buchenspänen, die halten länger als Stroh. Heu ist nicht geeignet. Oder Sägespäne gehen vielleicht auch, aber es darf kein Nadelholz sein. Immer nur Laubholz oder Dübel rein in Baumstamm und schon habt ihr da wirklich fast ewig, bis der Stamm von denen aufgemümmelt ist oder Buchenhack immer nachfüllen, schon habt ihr ewig immer frische Pilze. Jetzt kann man sagen, oh Gott, wenn die jetzt in einem halben Jahr alle auf einmal kiloweise explodieren, so viel Pilzpartys könnt ihr überhaupt nicht geben. Ja, dann trocknet die Dinger. Entweder wie bei Janosch in seinen Büchern vom Tiger und vom Bärchen an der Leine. Und ihr sitzt dann da drunter in Sesseln. Aber es gibt natürlich auch die Dörrautomaten. Ist halt eine andere Version, etwas zu konservieren. Andere wollen die vielleicht irgendwie fermentieren. Wieder andere werden die einfach braten. Oder ja, Pilze irgendwie essigsauer einmachen. Also es gibt so viele Varianten hier. Ja, das ist ja die Verkaufsform. Pilze haltbar zu machen, dass ihr die nicht sofort alle aufmümmeln müsst. Nochmal die Zusammenfassung. Wenn ihr starten wollt, ja, also entweder Fertigzuchtkarton oder in einem Buchenspanbeet, dass ihr die dann geliefert kriegt, ist so eine gängige Form. Oder eben Holzdübeln. Und die anderen Geschwisterchen hier aus der Tüte, hier sieht man das noch, dass hier mal Spaß hat. Aber ich darf die nicht so verkeimen, das mögen die nicht. Ich darf die eigentlich nicht anfassen. Die sind sehr sensibel. Es darf nicht schimmeln. Die werde ich dann hier noch in Strohballen aussetzen. Damit habt ihr eine tolle Chance, eine Pilzzucht zu Hause zu haben, statt ständig zum Supermarkt zu rennen. Und als nächstes halte ich euch dann auf dem Laufenden, wie ich meinen ganzen Flur versaut habe. Jetzt hier mal so eine schöne mobile Actionperspektive, ungeschminkt. Ihr seht meine völlig eingesauten Schuhe. Wir haben sehr lehmigen Boden hier. Das werden, wenn es klappt, Gurken, Zucchini, Selleriestangen, rote Beete, Kohlrabi, Blumenkohl. Die sollen es jetzt schön warm haben, damit das alles vorkeimt. Ich weiß nicht, ob das was wird. Hier an meinem Fahrrad vorbei. Und das ist die restliche Sauerei. Da noch die Bohrmaschine mit dem passenden Bohrer, um Baumstämme mit Dübeln zu impfen. Das sind meine Impfaktionen. Ja, ich will also lauter Sachen ausprobieren, die auch in einer kleinen, engen Stadtwohnung erstmal gehen. Und halt euch auf dem Laufenden.